Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute mal ein bisschen was anderes, ein bisschen was Ernsteres. Bevor das Video jetzt anfängt, möchte ich euch nochmal sagen, dass das Video komplett spontan entstanden ist. Wir waren da ganz gechillt, ein bisschen in der Stadt am Rumlaufen und haben uns gedacht, ja komm, nehmen wir noch ein Video für meinen Kanal auf. Und da ist das Video jetzt entstanden. Es sind vielleicht ein paar Versprecher drin, ein paar Fehler oder sowas oder ein paar Wiederholungen. Aber das müsst ihr uns verzeihen, weil das war einfach ein ganz spontanes Video und beenden mussten wir es leider, weil ein Gewitter aufbrach. Aber das seht ihr gleich im Video. Viel Spaß mit dem Video. Und ich bin erstmal raus. Bis gleich. Gab's ja schon lange nicht mehr auf meinem Kanal. Und heute haben wir einen Gast dabei, einen Schweizer Gast. Er ist Ask Switzerland. Und ja, kann sich einfach mal vorstellen. Genau, ich mache vorwiegend Videos auf Schweizerdeutsch. Das verstehen vermutlich nicht alle deiner Zuschauer. Aber ich glaube, du hast auch eine breite Basis schweizerdeutscher Zuschauer. Und deswegen freue ich mich jetzt heute mit dir ein Gespräch über, wie gesagt, ein bisschen ein ernsteres Thema führen zu dürfen. Ja, Leute, wir schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, das muss ich nochmal sagen. Ja, aber was ich jetzt noch, wenn ihr Schweizer seid, schaut bei ihm vorbei. So, und ja, was wir jetzt, um was wir heute sprechen wollen, ist Social Media, sind Social Media und wie man sie benutzt oder wie man sie halt einfach falsch benutzt. Ja, über das wollte ich mal heute reden. Vielleicht interessiert es euch, wäre noch ziemlich fresh und ja, dann würde ich auch mal sagen, fangen wir doch einfach mal mit YouTube selbst dann einfach oder ja, wie, ja, YouTube selbst würdest du sagen? Würde ich mal so als Hauptnetzwerk bezeichnen irgendwie, aber man weiß ja nicht mehr, wie lange das noch so sein wird, weil Facebook hat ja angekündigt, demnächst ein Partnerprogramm mit Anbietern eingehen zu wollen und das wird natürlich viele dazu verleiten, auch auf Facebook Videos hochzuladen, wenn man dann damit Geld verdienen kann. Ja, vor allem irgendwie auch, wie man es ja gesehen hat auf YouTube, seitdem man Geld verdienen kann, war es ja eigentlich so fast wie eine Explosion von Videoproduzenten, die so Spaß machen. Grüße gehen raus an Avive. was ich jetzt halt sagen will, ist, wenn halt dann wahrscheinlich Geld ins Spiel kommt, dann könnte sich von YouTube übergreifen halt auf Facebook, dann würde vielleicht viele Leute sich denken, ja, bei Facebook ist vielleicht einfacher, irgendwie riesen Fame zu bekommen, weil man sieht ja schon jetzt da irgendwie auf Facebook, es gibt ja oft so blöde virale Videos, die einfach irgendwie kopiert werden oder sowas und x-tausend Klicks machen irgendwie. Und ich glaube, Facebook macht schon ultra viele Klicks, oder? So absolut, aber es wird ja kritisiert, weil ein Facebook-Klick zählt ab dann, wenn das Video einfach 3 Sekunden angezeigt wurde. Man muss nicht mal draufklicken, es muss einfach 3 Sekunden gesehen werden, sozusagen. Ah, lol, ja. Das heißt, es ist kein echter Klick, sozusagen. Es sind geschönigte Zahlen. Und dafür wurde Facebook auch gerade kürzlich kritisiert, habe ich in der Zeitung gelesen. Die Frage ist jetzt natürlich, jemand, der sich ein ganzes Imperium auf YouTube aufgebaut hat, dort viele Abonnenten hat, aber auf Facebook kaum was zustande gebracht hat, weil er einfach da nichts investiert hat, wie der dann damit umgehen wird. Da hat er dann plötzlich einen Zuschauerabfall. Also nicht Abfall, nicht Müll, sondern ein Abgehen von Zuschauern, die dann auf Facebook wechseln. Ja, ich denke irgendwie, ich denke gar nichts gerade. Nee, aber ich weiß nicht, ich würde glaube ich gar nicht sagen, dass es dann einen Abfall geben würde von Zuschauern auf YouTube selbst. Ich denke, vielleicht würde es dann sich ein bisschen ausbalancieren mit den beiden Social Medias oder nicht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht würde es dann halt einfach gäbe es viel auf Facebook und viel auf YouTube selbst. Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Was ja auf Facebook gewissermaßen ein Vorteil ist, ist, dass man nicht mehr anonym kommentieren kann. Also man hat ja dann nicht mehr einfach einen Nutzernamen, sondern es ist ja, wenn man ehrlich ist, und das ist ja auch noch meistens der Fall, der echte Name. Ich frage mich, ob das dann als Dämpfer wirkt oder ob das fast schon dazu anstachelt, noch schlimmere Dinge zu schreiben. Ich würde jetzt eher mal vom Dämpfer ausgehen. Ich auch, ja, dann würde es vielleicht eben weniger Hater-Kommentare geben, wie es heute gibt. Weil heute bei YouTube kann man einfach anonym, kannst du halt einfach hingehen und jedem schreiben, er sei ein richtig verdammter Hurensohn. Ja, kann man halt einfach machen und bei YouTube fühlen sich die Leute halt einfach, ja, schreiben sie das einfach, juckt ja eh kein Schwein, weiß ja eh niemand, wer ich bin. Bei Facebook wäre das vielleicht wirklich anders, würde ich sagen, ja. Ja, die Frage ist, ob es dann auch diese, wahrscheinlich gäbe es dann einfach ein paar Fake-Profile und mit denen. Ja, und auf Facebook gibt es ja auch kein Dislike-Button. Ja, wobei man kann ja, glaube ich, anzeigen, diesen Inhalt möchte ich nicht mehr sehen, das ist dann eine Art Dislike. Es war ja auch schon mal, als damals Google Plus mit YouTube verbunden wurde, war ja auch der Versuch, die Leute dazu zu bringen, aus dieser Anonymität rauszukommen. Es ist, glaube ich, gescheitert. Ja, Google Plus ist ja jetzt nicht mehr zwingend mit Facebook verbunden, das ist auf jeden Fall YouTube. Richtig cool. Ja, mit YouTube verbunden, sorry. Und das ist super cool, weil
keinen Schwanz hat wirklich, also niemand hat irgendwie Google Plus verwendet, also das ging ja richtig in die Hose, finde ich. Niemand hat wirklich, ich glaube, hast du mal irgendwie Google Plus gebraucht? Also nicht für den privaten Gebrauch, einfach wenn ich ein Video gepostet habe und so, habe ich es einfach auch auf Google Plus. Ich finde Google Plus einen riesengroßen Müll, also ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben und es bringt, sie sehen es ja, es ist kein Schwein drauf, aber sie lassen es halt, immerhin ist sie jetzt nicht mehr mit YouTube gekoppelt, das ist für mich das Einzige, was zählt. Und ja, so, was haben wir gerade noch gesagt? Ja, wir wollten auch noch auf Twitter zu sprechen kommen. Genau. Das 140-Zeichen-Limit ist ja auch eine Art Bremse. Aber man kann sich auf Twitter auch ziemlich derbe ausdrücken, oder? Ja. Aber es werden werden auf Twitter Videos gepostet? Ich bin ziemlich inaktiv auf Twitter. Ja, also auf Twitter kann man Videos posten, aber man sieht kaum Videos auf Twitter. Es ist nicht. Auf Twitter, finde ich, ist momentan mein Lieblings-Social Media, neben YouTube. Facebook bin ich sehr, sehr selten online, muss ich einfach sagen, weil auf Twitter sind die Leute einfach fast wie sie selbst und man kann wirklich mit den Leuten besser schreiben, besser mit den Leuten kommunizieren und es ist wirklich, man sieht, was die Leute gerade machen oder was sie gerade denken und das finde ich cooler als irgendwie dieses Konzept von Facebook und vor allem momentan wird es irgendwie, früher hat man ja Facebook gebraucht, weil man irgendwie Leute kennenlernen wollte oder mit Freunden in Kontakt bleiben wollte. Heute ist es mehr irgendwie blöde Videos anschauen oder komische Memes anschauen. Ist auch lustig manchmal, ich check's vielleicht einmal am Tag oder so aus, aber mehr dann auch nicht. Ich bin jetzt viel lieber auf Twitter und tummel mich da ein bisschen rum und schaue ein bisschen da mit meinen Leuten etwas. Viele private Freunde sind da leider nicht vertreten bei mir, weil viele Leute aber sind nicht auf Twitter. Sind die Leute wirklich ehrlicher, wenn man ein Limit von 140 Zeichen hat? Da muss man sich ja extrem auf ein kurzes, kleines Gebiet fokussieren. Und ich denke, wenn man auf Facebook ein bisschen mehr Zeit hat, sich ein bisschen mehr auszulassen, ist da nicht eine größere Ehrlichkeit vorhanden? Doch schon, aber ich glaube, eine Ehrlichkeit weiß ich jetzt nicht. Also es kommt wahrscheinlich auf die Person selbst drauf an. Die Zuschauer können ja in den Kommentaren mal abstimmen. Ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare eure Meinungen. Also würde mich auf jeden Fall ordentlich interessieren. Aber ich glaube, auf Facebook ist jetzt, man kann einfach mehr schreiben, das ist halt die Sache. Aber ich finde dieses Limit jetzt nicht irgendwie störend oder sowas. Ich hab noch nie Probleme. Manchmal will man einen längeren Post machen, aber dann macht man halt zwei Posts oder sowas. Aber und das kommt an? Also da haben die Leute kein Problem mit? Nee, also eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nee. Aber wenn man halt wirklich mal etwas Größeres schreiben will oder zu etwas irgendwie Meinung beziehen oder sowas, dann vielleicht eher auf Facebook, weil da kann man halt wirklich größere Texte schreiben oder sowas. Und seien wir mal ehrlich, wenn man auf Twitter einen großen Text schreiben will, dann macht man ihn wie bei seinen Notizen oder bei World, schreibt man das da rein, macht nur ein Bildschirmfoto und dann postet man das da rein. Aber ja, man kann es natürlich immer überwinden. Das ist ja auch die Taktik bei Instagram. Ja. Wenn man was Größeres sagen will, macht man einfach ein Bild davon. Ja. Insofern bringen natürlich diese ganzen Limits nicht groß was, nee, würde ich mal meinen. Nee, aber momentan mag ich wirklich Twitter viel mehr als Facebook, muss ich einfach sagen, weil, ja, ich habe es schon gesagt. Es gibt dafür mehr Facebook-User als Twitterer. Das heißt, die Frage ist, ob man, wenn man schnell Einfluss gewinnen möchte, nicht besser auf Facebook vertreten ist. Doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, würde ich sagen, weil das sind wirklich die breite Masse an Leute sind auf Facebook und wie ich auch vorhin gesagt habe, alle meine Real-Life-Kumpels, also meine privaten Kumpels, von denen hat wirklich fast keiner Twitter und die Twitter haben, die machen da eigentlich fast nichts drauf und interessiert sie auch nicht. Ja, ich habe es früher auch nie gebraucht, vor YouTube habe ich auch nie gebraucht, aber jetzt mittlerweile finde ich es echt ein tolles Social Media, wo man halt seine Gedanken teilen kann mit der Welt, so finde ich. Auf Facebook, seid mal ehrlich, schreibt irgendjemand von euch noch, was ihr macht auf Facebook? Juckt ja keiner, so schreibt ja keiner. Guten Morgen Leute, ich bin gerade aufgestanden. Es gibt diese interessanten Menschen, die ganze Zeit ihr Mittagessen, ihr Abendessen und so weiter posten. Die habe ich dann auch schon längst deabonniert. Ja, sind auch die komischen, ja. Man kann nicht alles haben. ja. Und generell irgendwie, Was ich bei YouTube begrüßen würde, wäre so eine
Das kann man ja, das konnte man ja mit Google Plus, aber das war eben Google, da Google Plus so ein Müll war, nicht wirklich in Gebrauch. Aber man kann bei Facebook andere Personen in den Kommentaren markieren und bringt sie so eher dazu, etwas anzusehen. Das hat natürlich zur Folge, dass größere Beiträge wie beim Schneeball-Effekt immer mehr angeklickt werden und die kleineren eben immer weniger. Die Frage ist ja, ob das eine gute Entwicklung ist oder nicht. Ich meine, es dient einfach den Großen. Okay, würde ich meinen. Also meinst du einfach mit diesen Verlinkungen, wie man... Genau, weil es ist der Schneeball-Effekt, der dadurch noch verstärkt wird. Auf YouTube können auch kleinere Videos, wenn sie einfach in der Timeline und so weiter erscheinen, also in der Auswahl, da fliegt so ein Ding herum. Und ein Gewitter fängt gerade an, Leute. Oh, ja. Shit, Leute, da habe ich ja also kurz Angst gehabt. Also ist ein... Ja, ich denke, wir müssen langsam erzwungenermaßen abbrechen. Langsam zum Ende kommen. Nee. Ja, sonst fällt es noch ins Wasser. Ja, aber ich finde auch... Okay. Nee, aber ich finde auch diesen... diesen Effekt, den du gesagt hast, finde ich irgendwie auch ein bisschen blöd, weil die Kommentarsektion zum Beispiel bei Instagram, seht ihr vielleicht manchmal, die Kommentarsektion bei Instagram, seht ihr, da sind manchmal einfach nur diese komischen Verlinkungen drin und nichts anderes, keine Kommentare oder sowas. Und ich hätte vielleicht auch ein bisschen Angst, dass bei YouTube einfach dann nur noch das in Kommentaren steht, nur noch irgendwie Verlinkungen. Ja, weiß jetzt auch nicht, vielleicht würden dann die Kommentare ein bisschen in Verruf geraten, sind sie ja momentan eigentlich auch. Also ja, es gibt genügend unnütze Kommentare. Vor allem, aber ich habe jetzt das Gefühl, wenn man so deutschsprachige und schweizerische Videos vergleicht mit englischen, hat es hier noch ein bisschen einen höheren Content in den Kommentaren. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei PewDiePie ist nur Eigenwerbung. Oder praktisch nur ja, aber er hat sie ja deaktiviert. Er aktiviert ja nur noch Kommentare, die ihm selber gefallen und die er selber cool findet. Dann haut er irgendwie 20 Kommentare immer raus und antwortet auch jeden. Und Das finde ich dann auch cool. Er hat es cool gemacht. PewDiePie ist eines meiner Vorbilder, muss ich einfach sagen. Das ist wirklich krass. Ich finde, er hat 36, 37, 38 Millionen Abonnenten und ist immer noch top auf dem Boden geblieben, finde ich. Und immer noch, er macht geile Videos, finde ich einfach. Das auf dem Boden bleiben ist ja nicht jedem gelungen. Also Hashtag Dagibi an dieser Stelle. Nee. Und ja, also vielleicht haben wir jetzt die eine oder andere Sache vergessen. Könnte natürlich sein, aber wir sind... Man freut sich auf eine Diskussion in den Kommentaren, würde ich meinen. Ja, also schreibt das jedenfalls mal in die Kommentare. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr mal so ein bisschen ernstere Sachen auch mal gerne habt. Weil normalerweise mache ich ja eigentlich ziemlich belanglose Videos. Aber die sind auch richtig toll. Also ich mache die ja extremst gerne, nicht falsch verstehen. Und ja, also das Gewitter, es zieht aus, vielleicht habt ihr das gehört. Und, Es hat gedonnert, ja. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Schaut auf jeden Fall beim ASK Switzerland vorbei. Ist auch ein toller YouTuber und macht halt die Videos auf Schweizerdeutsch, wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Ich habe auch ein Video mit ihm, sonst, falls jemand ein schweizerdeutsches Video von ihm sehen will, auch zu empfehlen. Auch auf seinem Kanal. Und ja, dann würde ich auch mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Das war Pumpkin und der Gast kriegt natürlich das Schlusswort, Leute. Ja, das Schlusswort würde ich sagen, ist einfach ein High Five, voll auf die Linse. Tschüss!